Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es um die Clusia oder auch Balsamapfel genannt. Hier könnt ihr mal eine Pflanze sehen. Sie wird relativ häufig mit den Ficus elastica, also mit dem Gummibaum, verwechselt. Sie sieht ja auch wirklich relativ ähnlich. Wenn man die Pflanze sieht, könnte man denken, das ist eine Jungpflanze davon. Aber die Pflanzen sind nicht miteinander verwandt. Die Clusia ist eine tropische Pflanze und kann auch Früchte bilden, die ähnlich aussehen wie ein Apfel, deshalb vielleicht auch der Name Balsamapfel. Allerdings ist die Frucht, falls sie bei euch im Zimmer jemals zustande kommen sollte, was ich weniger glaube, austreiben. Bitte achtet daran oder darauf, dass sie auf gar keinen Fall essbar ist. Ja, wenn ihr euch jetzt die Pflanze gekauft habt oder ihr habt und der Pflanze geht es nicht so gut, wo muss ich sie eigentlich hinstellen? Sie braucht relativ viel Licht, also ein sonniger Standort ist schon ganz gut. Sie kommt auch mit halbschattigen Standorten ganz gut zurecht, jedenfalls in den Sommermonaten, wenn mehr Licht herrscht. Aber im Winter solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die Pflanze relativ hell gestellt wird und die Temperaturen sollten auch nicht unter 15 Grad fallen. Am besten ist eigentlich immer so eine gute Raumzimmertemperatur im Sommer. Klar wird es etwas wärmer, aber auch das verträgt die Clusia ganz gut. So, die nächsten beiden Punkte sind das Gießen und Düngen und auch das Substrat. Ihr könnt ganz normale handelsübliche Zimmerpflanzen oder Kübelpflanzenerde nehmen. Da fühlt sich die Clusia ganz wohl drin. Beim Gießen ist es wie folgt. Ihr solltet so gießen, dass die Pflanze hier oben höchstens mal antrocknet. Ihr könnt das immer so ein bisschen mit dem Finger überprüfen. Einfach mal so ein bisschen für einen halben bis einen Zentimeter tief in der Erde mit dem Finger rumstochern. Wenn das angetrocknet ist, dann könnt ihr wieder nachgießen. Achtet aber bitte in jedem Fall darauf, dass ihr Staunässe vermeidet. Ihr könnt das selber kontrollieren, indem ihr einfach mal die Pflanze aus dem Topf raushebt und dann so 5 Minuten nach dem Gießen hier einfach mal in den Topf reinschaut. Sollte Wasser drin sein, kippt es bitte aus. Denn Staunässe führt dazu, dass die Wurzeln anfangen zu faulen. Die Pflanze kann weder Wasser noch Nährstoffe mehr aufnehmen und geht dann ein. Das ist der Grund, warum die meisten Zimmerpflanzen übrigens eingehen, weil sie übergossen werden. Und das hat nicht mit Düngermangel oder so zu tun, sondern einfach, dass zu viel Wasser gegeben wird. Und Thema Dünger. Einmal im Monat sollte die Pflanze gedüngt werden. Allerdings, wenn ihr sie neu gekauft habt, wartet erstmal ein Jahr ab. Es sind genug Nährstoffe in der frischen Erde vorhanden. Ihr könnt also ein Jahr mit den Düngergaben warten und dann im zweiten Jahr so einmal im Monat in der Wachstumsphase von April bis ungefähr Oktober rein, also bis in den Herbst, einmal monatlich mit einem Flüssigdünger düngen oder Kaffeesatz nehmen. Ich sage es in jedem Video immer wieder, man muss nicht für Geld Dünger kaufen, sondern man kann auch einfach Dünger selber machen, indem man Kaffeesatz, den man sammelt, im Gießwasser ordentlich auflöst, schön verrühren, sodass sich wirklich wie so eine Kaffeebrühe gebildet hat. Ihr könntet alternativ auch kalten Kaffee nehmen, das geht auch. Das gebt ihr dann einfach mit rein ins Gießwasser und gießt damit eure Pflanze. Das mache ich sehr häufig und meinen Pflanzen geht es wirklich sehr, sehr gut damit. Die Clusia lässt sich relativ einfach über Stecklinge vermehren. Allerdings braucht man ein bisschen Geduld. Das kann schon mal 3 bis 4 Monate dauern, bis sich tatsächlich so ein Steckling bewurzelt. Am besten schneidet ihr den im Frühjahr, wenn die Wachstumsphase beginnt, einfach einen Steckling abschneiden, ungefähr in der Länge, direkt unterm Blattpaar würde ich es machen und dann alle Blätter auch entfernen, bis auf die 2 oberen. Das kostet der Pflanze dann nicht allzu viel Kraft, die beiden Blätter auch noch mit zu versorgen und dann stellt ihr das Ganze in einem Wasserglas. Sollten Temperaturen ab 20 Grad herrschen, bei 20 Grad klappt es ungefähr oder so ungefähr bei 20 Grad klappt es am besten und dann müsst ihr halt warten und Geduld haben und irgendwann werden sich Wurzeln bilden und wenn die sich dann gebildet haben, dann könnt ihr die Pflanze auch ganz normal eintopfen. Thema Eintopfen, kommen wir auch zum Umtopfen. Wenn die Pflanze einmal komplett durchgewurzelt ist, ihr könnt das sehen, wenn ihr sie hier raushebt und wenn hier unten schon die ersten Wurzeln mit rauskommen, dann ist es Zeit, der Pflanze einen größeren Topf zu bieten. Das könnt ihr dann im Frühjahr machen und als Erde könnt ihr, wie gesagt, ganz normale Zimmerpflanzenerde verwenden. Ja, das war mein Video zur Clusia. Ich hoffe, euch haben die Pflegehinweise gefallen und auch das Video. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr weitere Pflanzenvideos sehen wollt, dann abonniert auch bitte gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!